ohne Ende. Lass die nicht raus. Ich hole mir noch ein Fahrzeug. Wo sind die denn? Ach, mit Sniper kommen die jetzt an. Sehr schön, Erin. Gut. Hallo liebe YouTube-Zuschauer, bevor das Video richtig beginnt, noch eine kurze wichtige Nachricht. In diesem Video habe ich sehr, sehr übersteuert. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid, habt Verständnis. Ich habe mein Mikrofon wieder so hinbekommen, wie ihr gerade hören könnt. Übersteuere ich gar nicht, sondern man hört mich super. Es tut mir wirklich sehr leid, dass das so war. Ich habe, wie gesagt, irgendwas an meinem Mikrofon umgestellt, dass das halt dann so passiert ist. Tut mir sehr leid, aber habt trotzdem viel Spaß mit diesem Video und lasst euch davon nicht stören. Macht euer Handy ein bisschen leiser. Vertraut mir, kann auch sehr laut werden. Obwohl ich es schon sehr leiser gestellt habe. Viel Spaß. Einen wunderschönen, habenseligen Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Roni. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hobbylose Kinder in GTA 5 Online. Mit dabei ist Nico und Erin. Hallo. Hallo. Ich habe mir was Spezielles überlegt. Ich werde gleich Spielchat, bitte nicht hier driften. Das bringt mich so unter Druck. Ich werde jetzt gleich Spielchat auf jeder machen. Wir haben zwei hobbylose Kinder in GTA 5 Online kennengelernt. Die warten auf uns, die wollen uns abknallen. Ich und meine Crew werden jetzt die ein bisschen belauschen, eine Minute und dann wieder. Hört einfach mal, wie assi die reden. Der eine sagt so, oh, ich heiße Gucci und bla und bla. So, wir machen das jetzt, belauscht mal eine Minute. ...2000 Jahre später. Jetzt in der Aufnahme reden die scheinbar nicht, haben die Angst bekommen. Gar kein Problem. Schön. Traurig. Okay. So, Crew-Leute. Ihr müsst jetzt zeigen, was unsere Crew drauf hat. Ihr müsst zeigen, was die Roni Army drauf hat. Jetzt müsst ihr echt euch beweisen. Diese zwei Schweine warten auf uns. Wie wollen wir es machen? Und Angriff. Greift die an. Ich hol mir einen Jet. Ja. Verteilt euch. Einer von rechts, einer von links. Verteilt euch bitte. Ach du Scheiße, ey. Solche bescheuerten Leute. So, fang an. Greift die mal an. Ja, meine Lieben, wir machen das nur, weil diese Idioten uns angreifen mussten, machen wir das. So, einladen. Was? Du sollst mich zu deiner fucking CO einladen. Meine Fresse. Danke. Super. Sehr schön. Super. Gut. Sehr. Ohne Ende. Lass die nicht raus. Wo sind die denn? Ach, mit Sniper kommen die jetzt an. Sehr schön, Erin. Gut. Das freut mich. Keiner besiegt unsere Crew. Selbst wenn wir alleine sind. Der ist in diesem bekloppten Schiff da drinne. Ja, ich weiß nicht. Ey, fuck. Okay. Gut, wenn die in 2 Minuten nicht rauskommen. Es ist ein Beweis, dass wir gewonnen haben. Kein Problem. Dann haben wir gewonnen und können unseren Sieg dann hat. Oh, ich hab ihn getroffen. Hab ihn getroffen, wie schlecht. Ich hab ihn von Weitem getroffen. Vor allem, guck mal, die verstecken sich hier nicht. Nee, wir verstecken uns ja gar nicht mal. Ja.
Wir sind auf 3. Junge, die haben nicht und die haben uns nicht mal einmal gekillt. Doch nicht. Einmal, ja wow. Wie oft haben wir die denn gekillt? Junge. Ach du Scheiße, die killen mich gleich noch einmal. Pass auf, da kommen welche von hinten. Nicht einsteigen, sonst bist du tot. Sehr schön, Evan. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, wir haben gewonnen. Ich komm her, Evan. Ich zieh das Video gar nicht in Länge. Wir haben somit gewonnen. Das war's. Wir hauen ab. Das ist kein Zeichen, dass wir aufgeben. Das ist ein Zeichen, dass wir gewinnen. Die hatten ihre Chance rauszukommen, sind sie nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hobbylose Kinder in GTA 5 Online. Erin, komm jetzt hierher zu uns. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. So, das Video ist jetzt zu Ende und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt und das Video auch ganz zu Ende angeschaut habt. Ja, natürlich freue ich mich auch über einen kleinen Support, den ihr mir geben könnt, und das ist eigentlich ein paar Kleinigkeiten, und zwar würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieses Video bewertet und auch kommentiert, also auch schreibt, wie ihr das Video fandet und auch ein Like gibt, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und natürlich die Glocke einschalten und auch ja Instagram RoniGaming02. Auf Instagram poste ich immer wichtige Infos, wann ich live bin, was bei mir momentan im Privatleben abgeht. Da erfährt ihr viel mehr als hier auf YouTube. Es würde sich auf jeden Fall lohnen, dort vorbeizuschauen und einen Follower dort zu hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen restlichen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.